Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Beim letzten Mal haben wir ganz viel tolles Zeug gemacht und jetzt machen wir weiter tolles Zeug? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Jedenfalls sind wir wieder in der Hottie-Klinik. Oh, das könnte witzig werden. Ich hoffe jetzt aber erstmal, dass es ein schönes Gespräch zwischen Phoenix und Edgy gibt. Weil eigentlich wären ja noch ein paar Dinge offen, die geklärt werden müssten. Ich bin noch so spät auf, weil ich mir die Protokolle eines gewissen Falls durchlese. Zufällig der erste von mir. Das Bild hatten wir nämlich schon. Ja, es handelt sich um den ersten Fall, den meine Mentorin Mia vor Gericht verhandelt hat. Die schreckliche Wahrheit dieser Seiten hält mich gegen meinen Willen wach. Dahlia, die irgendwie seltsame Ähnlichkeit mit Iris hat. Ich will nicht glauben, was ich da lese. Das, was hier steht, das ist nicht die Dahlia, die ich kannte. Nicht? Also, wenn wir uns jetzt an Mias zweiten Fall erinnern, doch. Doch, eigentlich schon. Wow, mein Lesevermögen ist heute schon wieder so komplett auf Null runter. Das wird witzig. Nachdem ich in den Adlerfluss gestürzt war, wurde ich auf wundersame Weise gerettet. Von einem Wal. Einem Weißen. Im Fluss. Weiß Bescheid. Mein Kopf. Naja, nicht ganz. Ich habe mir eine grauenvolle Erkältung geholt. Oh mein Gott. Erkältung klingt halt echt nicht so schlimm einfach. Es ist... Naja, mir ist schwindelig, ich habe Ohrenpfeifen, mein Hals brennt und mein Kopf platzt bald. Ja, aber einfach mit dem Wort Erkältung verbinde ich jetzt nicht eine schwere Krankheit, also. Naja, aber ich werde wieder gesund. Irgendwann. Bis heute Nachmittag muss ich wieder gesund sein. Weil. Na ernsthaft, wieso könnte LG den Fall nicht einfach noch einen weiteren Tag übernehmen? Oder sogar den kompletten Fall? Also. Ja, Phoenix ist hier quasi so halb am Verrecken. Ja, der geht schon wieder in den Gerichtssaal. Passt schon. Ja, nennen wir es mal unverantwortlich. Ich habe ein Treffen mit den übellaunigsten Zeugen, den man sich nur vorstellen kann. Aber ich weiß, dass er in der Lage ist, mir zu helfen. Irgendwie. Übellaunigster Zeuge? Von wem redest du? Weil Larry ist nicht übellaunig. Right, bist du dir sicher, dass es dir schon gut genug geht? Also ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Oh, ey. Nach den gerade beschriebenen Symptomen wird er wahrscheinlich noch ein paar Tage brauchen. Du bist immer noch etwas grün um die Nase. Grün? Egal, nicht fragen. Ein Kanzler würde vielleicht... Nein, Gamsho. Mein Fieber ist schon ganz gut runtergegangen. Und wenn du jetzt hier draußen einfach rumläufst, wird es bestimmt nicht wieder hochgehen. Nein, bestimmt nicht. Ach, was ist dann gerade? Nur noch 39 Grad, kein Grund zur Sorge. Okay. Hey, so könnte ich vielleicht meinen Husten immer tarnen während der Parts. Jedenfalls, ich habe das Protokoll der heutigen Verhandlung gelesen. Nicht schlecht, Edgy. Unter den gegebenen Umständen sogar beeindruckend. Das sind die gleichen Umstände, die du sonst immer hast, Phoenix. Also was ist daran so beeindruckend? Wir sind noch nicht über den Berg. Der Knackpunkt morgen wird die Mordwaffe sein. Mhm. Und da bin ich mal... Da muss ich ehrlich sagen, ich bin gespannt, was Karma sich da jetzt... Ist Karma überhaupt am zweiten Tag dann auch wieder dabei? Oder wird die halt jetzt auch einfach wieder ersetzt durch, Godot? Hm. Mal sehen. Jedenfalls, ja, Mordwaffe. Karma wird sich irgendwas da aus dem Arsch ziehen wahrscheinlich. Kurze Sache, ist das jetzt alles für das Phoenix-Sicht geschrieben? Wahrscheinlich. Hier scheint mich irgendwie... Ja, okay. Ist wieder aus Phoenix-Sicht geschrieben. Damit ist Phoenix also wieder der Protagonist und ja, keiner interessiert sich mehr für Edgy. Verstehe. Ja, immerhin wurde der tödliche Streich nicht mit dem Schwert ausgeführt. Das heißt, dass sich irgendwo noch ein Schwert befindet. Von dem wir nichts wissen. Wieso muss es ein weiteres Schwert sein? Ich bleib dabei, dass ein Küchenmesser wahrscheinlicher ist. Noch ein Schwert?
Mach dir da mal keine Sorgen, Junge. Wenn ich den Mordhof nicht finde, fress ich meinen Mantel. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, von wegen, wenn irgendwas nicht passiert, dann frisst du deinen Mantel oder so. Danke, Edgy. Ich werde die Sache jetzt übernehmen. Hey, ist doch schon nicht besser so. Ich hätte sowieso vor dem alten Revier mal einen Besuch abzustatten. Es gibt etwas, das ich mir gerne mal genauer ansehen würde. Und das wäre? Die Vorgeschichte unserer Mandantin natürlich. Iris. Ach, glaubst du also auch, dass es sich um Dahlia handelt, weil sie irgendwie so minimale Ähnlichkeit miteinander haben? Sie meinen Iris so... Es kommt mir so vor, als wären wir uns schon einmal begegnet. Ich will Klarheit, mit welchem Ergebnis auch immer. Fällt mir ein, ich sollte so bald wie möglich eigentlich auch mit Iris sprechen, weil Edgy ja mit ihr gesprochen hatte. Das wird jetzt wieder so eine ultra Verkettung einfach. Edgy hatte ja mit Iris gesprochen, dass sie mit Phoenix sprechen sollte und ihm irgendwie ihr Geheimnis oder so irgendwas war, ich habe schon wieder halb vergessen. Irgendwas mit ihrem Geheimnis jedenfalls. Und da du mir dabei wahrscheinlich keine große Hilfe sein wirst. Sorry, Edgy. Leb wohl, Wright, pass auf dich auf. Ich werde mich dann wohl auch auf den Weg machen. Warum? Werden sie irgendwo gebraucht? Ja, ich muss mich mal daran machen, diese Brücke zu reparieren, Junge. Das ist nicht der Aufgabe der Polizei. Ich baue noch was zusammen, damit wir auf die andere Seite kommen. Was sinnig wäre. Also, das ist, wäre zwar nicht die Aufgabe der Polizei, aber theoretisch sinnig. Weil ihr ja scheinbar einfach zu blöd seid, irgendwie zu Maya rüberzukommen. Vor allem in Anbetracht, gut, man sieht es nicht. Also es sieht auf dem Bild nicht so aus, als würde es noch groß schneien. Gut, Wind wissen wir nicht, aber könnte man nicht einfach mit dem Heli mal darüber fliegen, um Maya zu holen, mittlerweile, oder so. Ach stimmt, ja, Maya sitzt immer noch da drüben. Ja, genau, Phoenix, hast du schon ganz vergessen, wa? Keine Sorge, Junge. Wenn alles fertig ist, erfährst du es als Erster. Danke, Gamschau. So, der war sogar echt. Kein Problem, Junge. Steck mich einfach nicht an, okay? Also gut, bin unterwegs. Tschüss, Jikowski. Halte durch, Maya, wir holen dich da raus. Und wenn du rüberkommst, hast du wahrscheinlich erstmal einen Mordshunger. Ja gut, wir gehen dann nach Burger essen. Aber in der Zwischenzeit muss ich weiter Beweise sammeln. Okay. Was ich mich jetzt frage... Super. Fundort der Kugel war doch jetzt ungefähr hier. Mit anderen Worten, der Bereich, den ich nicht wirklich untersuchen kann. Könnte sie jeden Moment einstürzen. So sah sie ja schon vorher aus. Phoenix, du bist da durchgekracht. Das Ding dürfte nicht kaum noch da sein. Und da das Ding ja angeblich laut Larry runtergebrannt ist, wundert es mich gerade, wie gut diese Brücke noch aussieht. Diese großen Holzpfosten, die wir da sehen, müssten eigentlich ziemlich verkohlt sein. Da das Feuer nicht gelöscht wurde, sondern scheinbar von alleine runtergebrannt ist. Bikini meinte, der Adlerberg würde häufig von Erdbeben heimgesucht. Ist auch interessant. Da fällt mir ein, wenn ich mich recht erinnere, ist Edgy nicht gerade ein großer Erdbeben-Fan. Stimmt, das wurde im ersten Teil, glaube ich, erklärt. Wegen dem dritten Fall. Was ist der dritte? Ja, doch, war der dritte. Stimmt, da wurde es mal nicht so erklärt. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Wahrscheinlich kann ich hier eigentlich gar nichts machen. Gehen wir mal kurz dahin. Nur für die Kunst... Larry? Ich kenne nur einen Menschen, der so hartnäckig und gleichzeitig hektisch ist. Es geht hier um die Heldin. Die Heldin meines Buches? Damit wirst du berühmt. Oh. Hallo. Nicht gut. Genug. Der dümmste Dummkopf ist der Dumme, der die Dummheit ist... What? Alter. Schimpfst du mir dazu, Phoenix Wright? Meine Wortwahl, Phoenix. Meine Wortwahl. Moment mal. Du solltest deinen Reflex und deinen Verstand mal auf Vordermann bringen. Okay, sie macht weiter. Nicht Godot. Scheinbar. Aber wo ist Godot dahin?
Ich meine, es ist ja okay, dass der Spieler jetzt quasi weiß, wer Godot ist. Das wurde ja in dem Fall mit mir quasi erklärt. Na ja, toll, das ist Diego. Oh, da haben wir seinen Bruder, wer weiß das schon? Hat der einen Bruder? Ich weiß es nicht. Also, sag's mal so, wenn jetzt innerhalb dieses Falls, das ja immer noch ziemlich sicher der letzte Fall ist, wenn eigentlich nichts mehr jetzt zu Godot gesagt wird, dann ist das völlig bescheuert, dass man den als neuen Charakter eingebaut hat. Weil einfach so, ja, hier hast du einen Charakter. Und jetzt ist er weg, scheiß drauf. Das wäre wieder mal ein bisschen behämmert gewesen. Ey, Franzi, das kannst du doch nicht machen. X steht auf der Schwelle des Todes. Sagte man mir zumindest. Ein totes Pferd peitschen, das ist nicht eine von euren amerikanischen Reden. Es ist echt Amerika? Wir sind hier in Amerika? Ich habe mich ja schon oft gefragt, ob das hier, was das hier sein soll, irgendwie. Das ist überhaupt, das finde ich überhaupt der Witz. Also, Amerika, okay, von mir aus. Aber irgendwie sehen mindestens die Hälfte der Gebiete, die wir uns angeguckt haben, aus wie Japan. Oder Asien, halt, keine Ahnung, ob es wirklich Japan ist, aber, ne? Irgendwas daran ist komisch. Nein, ist es nicht. Und ich befinde mich auf überhaupt keiner Schwelle, außer auf der Türschwelle zu diesem Tempel, wo ich gerade gern rein würde. Könntest du aus dem Weg gehen? Ey, Benny, kannst du dich nicht überzeugen? Ich muss unbedingt für mein Bilderbuch Franzis Peitsch einmal eins. Ach Gott! Das ist so behämmert, ich würde es lesen. Also Bilderbuch, also mir anschauen. Ohne Scheiß, das würde ich mir, das würde ich lesen. Ey, die muss unbedingt für mein Bilderbuch passen. Ich kann aber nicht ernst bleiben. Franzis Peitschstein als Modell stehen. Bevor du mich bittest, Modell zu stehen, lerne erstmal halbwegs anständig auszusagen. Und davor am besten noch, wie man halbwegs anständig, ein halbwegs anständiges Leben führt, Larry. Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich sag die Wahrheit. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sie ist geflogen. Genau der Kerl mit den roten Unterhosen. Ich nehme an, er meint Superman. Ich glaub bloß nicht, ich nehme eure Entschuldigung an, wenn ihr später angekochen kommt. Ja, dann entschuldigen wir uns halt nicht. Scheiß drauf. Und da ist er weg. So, Franzi, was geht? Phoenix Wright, wir haben uns ja ein ganzes Jahr lang nicht gesehen. Das Wiedersehen freut mich. Das Wiedersehen mit dir ist okay. Das mit deiner Peitsche ist nicht so schön. Was machst du überhaupt hier? Bist du die ganze Zeit in Deutschland gewesen? Ganz recht, habe meine makellose Bilanz erweitert. Die nicht mehr makellos ist, seit Phoenix dich ein paar Mal platt gemacht hat, aber egal. Schön, hört sich an, als hätte sie sich kein bisschen verändert. Nee, das kann ich nach dem Fall da schon bestätigen, also nach dem einen Prozess da schon bestätigen. Bin ich schon ein Jahr her? Ist es das? Keine Ahnung. Ich bin Franziska von Kammer, das Genie. Wer sich so vorstellt, ist auf bei mir auch schon unten durch, ernsthaft. Okay. Ich gab eine vielversprechende Karriere in Deutschland auf, aus einem einzigen Grund. Dass dein Vater platt gemacht wurde? Nee, gar nicht wahr. Dass dein Vater blöd genug war, jemanden umzubringen? Und kaufte, dass es niemand merkt? Was er ja auch fast geschafft hätte, muss man auch mal dazu sagen. Franziska ist in Deutschland aufgewachsen und wurde mit 13 Staatsanwältin. Was nicht möglich sein dürfte, aber das habe ich ja auch schon erklärt. Ihr Vater war der legendäre Staatsanwalt Manfred von Kammer. Gott, sieht auf dem Bild hässlich aus. Er hat 40 Jahre keinen einzigen Fall verloren. Und jetzt ist er tot. Sag nicht, du gibst mir immer noch die Schuld daran, was deinem Vater passiert ist. Phoenix Wright, ich werde dich in die Knie zwingen, das schwöre ich. Hast du das nicht eigentlich schon geschafft? Ich meine, meine Erinnerung ist gerade wieder so ein kleines bisschen lückenhaft, aber den letzten Fall im zweiten Teil, den habe ich doch damals, glaube ich, absichtlich verloren, oder nicht? Also, in gewisser Weise hast du Phoenix doch besiegt, also beschwer dich nicht. Aber um meiner selbst willen, nicht um meines Vaters, ist das klar? Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt. Ja, passt schon.
Hast du Lust, über das zu plaudern, was uns hier wirklich interessiert? Ich war wirklich schockiert. Ich kam mit dem Ziel nach Amerika zurück, dich zu besiegen. Ja, das ist halt echt seltsam. Was machst du überhaupt hier? Ich meine, hat Edgy dich halt wirklich gefragt, ob du zurückkommst oder wieso stehst du hier? Stattdessen stand mir mein kleiner Bruder als Verteidiger gegenüber. Irgendwie war ich zu bezweifeln, dass ihr wirklich verwandt seid. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob das irgendwas anderes zu bedeuten hatte. What, doch? Auch da, ich erinnere mich, glaube ich, dunkel, dass sie sowas schon mal gesagt hat, dass Edgy für sie wie ein kleiner Bruder war. Wie Manfred von Kammer ist Edgy überhaupt als Staatsanwalt geworden? Stimmt, irgendwas war da ja komisch. Edgys Traum war ja irgendwie mal Strafverteidiger zu werden, dann wurde er Staatsanwalt. Irgendwas daran war ja auch komisch, ja. Ich sollte den ersten Teil mal wieder spielen. Mein Edgeworth hat mir etwas höchst Interessantes erzählt, weißt du? Er sagte, dieser Fall sei für dich von besonderer Bedeutung. Ist er das? Das stimmt auch. Warum? Ernsthaft, ich kann mich nicht erinnern. Warum ist er das? Weil Iris aussieht wie Dahlia? Hängt es immer noch damit zusammen? Oder wobei davon wusste Phoenix doch überhaupt nichts. Phoenix hat quasi von dem Mord gehört. Ein Mord, in dem quasi keine Person involviert war, mit der er irgendwas zu tun hatte. Nach dem, was wir bisher wissen. Und ja, danach fiel er in den Fluss. Wieso ist dieser Fall für Phoenix von besonderer Bedeutung? Das höre ich, glaube ich, gerade zum ersten Mal. Dass du persönlich involviert bist, wird mir deine Vernichtung noch süßer machen. Naja, einmal süßer, bitte. Vielleicht liegt sie nur am Fieber. Aber ihre unverhohlene Feindseligkeit wirkt fast schon niedlich. Oh, wie putzig, sie will uns töten. Oh, Moment. Da gibt es nichts zu grinsen. Da gab es nichts zu peitschen. So ein dummer Dummkopf, solch ein Dummkopf, so. Okay. Du nutzt dieses Wort echt gerne, kann das sein? Das erinnert mich daran, dass ich immer noch nachgucken wollte, ob sie es im zweiten Teil auch, also ob sie im zweiten Teil wirklich stupid benutzt oder, ja, vielleicht dump oder, keine Ahnung. Mach keinen Fehler, Phoenix Wright. Zu spät. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Ich werde dich in deine Einzelteile zerlegen. Okay, fang bitte mit dem Hirn an, dann muss ich den Rest nicht ertragen. Fang mit den Ohren an, dann muss ich dir nicht mehr zuhören. Hätte mich auch gewundert, wenn du hier wärst, um mir Hustenkillex zu bringen. Badumts! Ich sollte mir das echt mal wieder als Soundsample besorgen, um es an solchen Stellen einzuspielen. Auf dem Flug hierher bin ich die gesamten Prozessakten durchgegangen. Von diesem Prozess? Von dem du quasi noch nichts wusstest, als du geflogen bist? Oder von welchem Prozess? Du hast es alles gelesen? Ja, jedes einzelne Wort und von jedem einzelnen Satz in jedem einzelnen Absatz. Dank deines stümperhaften Vorgehens war es durchaus interessanter Lese... Verstehe ich nicht. Wieso ist stümperhaftes Vorgehen interessanter Lesestoff? Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so denken, oh Gott, warum tue ich mir das an? Eine brennende Brücke überqueren hast du auch nur einmal an die Gefahr... Okay. Ihr wollt mir jetzt also erzählen. Phoenix ist in den Fluss gefallen. Und, sagen wir noch in der gleichen Nacht, paar Stunden später oder so, hat Franziska irgendwie davon eine Nachricht bekommen und flog von Deutschland nach Amerika. Ich weiß nicht, wie lange man da fliegt, aber es sind durchaus einige Stunden, würde ich jetzt mal behaupten. So, keine Ahnung, wie viele. Ja, da fliegt man da 5 Stunden, wahrscheinlich noch mehr. Keine Ahnung. Und halt, das war mitten in der Nacht, dann bist du irgendwann morgens, sagen wir mal, da. Und dann fängt der Prozess nicht immer irgendwie so um 10 Uhr oder so an. Das bedeutet, du hast eigentlich keinerlei Zeit gehabt, dass dir irgendjemand noch wirklich große Informationen über diesen Fall geben kann. Ja, wobei, ein paar wenige Stunden hättest du vielleicht noch gehabt, also, okay. Nicht schlecht, das ist so okay. Ich habe eigentlich keine Zeit, irgendwelche Informationen zu bekommen. Vor allem, die Ermittlungen wären ja gerade noch im Laufen gewesen.
während sie im Flugzeug sitzt. Ich wage zu bezweifeln, dass ihr jemand im Flugzeug irgendwelche Ergebnisse von der Ermittlung schicken kann. Deshalb hätte sie die auf dem Flug gar nicht haben können. Irgendwas ist hier komisch. Na gut. Das Einzige, was ich gedacht habe, war, ich muss da rüber. Ja. Ja, Dummkopf. Nächste Textbox. Gamschon meinte, er würde mir Bescheid sagen, sobald die Brücke repariert ist. Ja. Wobei ich auch da schon fragen möchte, wenn es doch angeblich so einfach ist, diese Brücke zu reparieren, warum habt ihr das nicht längst gemacht? Es scheint ja. Das klingt wieder vielleicht ein bisschen fies, aber wenn Gamschon es jetzt mal ebenso schafft, die Brücke zu reparieren und wir auch lebend drüber kommen, dann sollte es doch überhaupt kein Problem gewesen sein, dass man das, während wir im Gerichtssaal saßen, längst gemacht hätte. Vielleicht sogar ordentlicher als Gamschon. Ich weiß nicht, wie handwerklich begabt der Typ ist. Jedenfalls, die Brücke könnte quasi längst wieder stehen. Maya könnte längst wieder hier sein. Wieso ist das nicht der Fall? Wer hat hier die Prioritäten gesetzt? Wen muss ich verprügeln? Moment. Maya, es muss ja einfach gut gehen. Ich weiß, Phoenix, sie wird Hunger haben, ansonsten geht sie wahrscheinlich blendend. Und ich muss sie fragen, was an jenem Abend im inneren Tempel passiert ist. Okay. Ich weiß nicht, wo ich jetzt zuerst hingehen soll. Moment mal eben. Gab es nicht sonst noch hier vom Eingang aus den Weg zur Strafanstalt? Aber da würde ich auch noch mal gerne. Ich würde gerne mit Iris reden. Naja. Wir werden sehen. Gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Bis dahin. Ciao.